Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ich habe es jetzt lange nicht mehr rausgebracht, ein sogenanntes Freundeslisten-Video. Und das wurde einfach auch mal wieder Zeit, dass ich mal ein Freundeslisten-Video mache. Und aus dem Grund fange ich einfach mal wieder an, ein bisschen hier zu reden. So, da bin ich hier gerade auf dem Klo, wieder. Boah, jetzt habe ich hier gerade wieder so einen komischen Schluck auf. Hier schreibt einer, im 21. Jahrhundert, lol, das ist der Agent Modern Warfare, ist der Leader vom Clan Libanon Elite. So, da haben wir noch Dr. Bingo 1, Wasser 1, nö. Und das sind alles meine Freunde hier, die ich habe. Ich bringe auf diesem Kanal ja ab und zu so ein Freundeslisten-Video. Und FreeWude25 sagt, nur noch 27 Grad. Oh, die Temperatur geht langsam nach unten. Vorhin waren es, glaube ich, 33 Grad, wenn ich mich recht entsinne. In diesem Video werde ich heute mal einfach mal Sachen ansprechen. Zum einen mal vielen Dank für über 250 Abonnenten. Wow, herzlichen Dank. Ich weiß, es ist ein bisschen mehr, aber naja, 250 Abonnenten ist schon eine große Zahl und ich möchte jedem Abonnent danken. Jedem, auch Montana Black 88, wirklich jedem Abonnent danken, dass er mich abonniert hat. Ich finde das richtig geil von euch und ich finde das richtig klasse und ja, einfach geil. Hätte damals nie gedacht, dass ich mal so viele Abonnenten bekommen würde. So, das sind die ganzen Leute. Ich frage mich, wie das auf der PS4 aussehen wird, ob das dann auch so aussehen wird und ja. Ich hoffe, dass man den Gamertag auf die PS4 übertragen kann. Sprich, PS4 anschalten, E-Mail-Adresse rein und dann einfach loslegen. Da ist Dr. The Don seit 11 Tagen offline, ist der Robert. Robert heißt der, glaube ich, und ist bei den Chaoten, die Chaoten HD, ist er dabei. Dr. The Don hat auch einen anderen Account, Don Styler. Ja, da ist PL765 Lauri. Mit denen muss ich unbedingt mal wieder zocken. Und da ist X-Gamer-Zocker. Wahrscheinlich ist dein Account am Arsch. Aus dem Grund löschen wir dich mal. Und ja. Conny Butz. Oh. Shadow 45 seit 19 Tagen offline. Was denn da los, Digga? What the fuck? So, jetzt kann ich aber keinen mehr löschen. Es sei denn, es geht jemand freiwillig raus. So, ich habe mal vor kurzem so eine Nachricht bekommen. Da stand drin, Achtung an alle PSN-User, schickt niemals eine Freundesanfrage an Zelda 1234, weil er eine Person im Videochat bedroht hat, sich nackt auszuziehen und er hat eine sämtliche Regeln verstoßen. Schicke diese Nachricht an alle deine Freunde und erhältst kostenlos PSN-Guthaben erhöht auf 20 Euro. Wenn diese Nachricht wirklich von Sony kommen würde und dieser Person Zelda 1234 wirklich eine Person wäre, die diesen pädophilischen Akt hier verbreitet, also zum Beispiel sich jetzt hier auszuziehen vor dem Chat, dann frage ich mich, warum Sony den nicht einfach blockiert hat, den Account einfach gebannt hat. Somit kann ich nur eins feststellen, diese ganzen Nachrichten sind absoluter Bullshit. Die braucht keiner. Keiner gibt euch Geld von Sony. Ich habe auch mal bei nachgefragt. Diese Nachrichten, die ihr immer da bekommt, sind einfach nur Spam-Nachrichten. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich habe keine Ahnung. Ihr bekommt ja kein Geld dafür. Das ist ja eigentlich nur nutzlose Werbung. Und somit sage ich einfach, ciao Leute. Haut rein und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein und ciao.